5 Athletics, offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Ausgabe 15 von GFL TV in diesem Jahr. Endlich ist sie vorbei, die Sommerpause. Es geht wieder im regulären Rhythmus weiter mit mehreren Spielen am Wochenende. Und wir fangen an mit einem Novum in der GFL, mit einem Friday Night Game. Freitagabend in Braunschweig, das Flutlicht ist an, weil Eintracht Braunschweig am Sonntag hier mit einem Heimspiel in der zweiten Bundesliga eröffnet, mussten die Lions ausweichen und haben also heute den Aufsteiger zu Gast, die Hamburg Huskies. Die Hamburg Huskies, von denen Headcoach André Schemann sagt, das ist das einfachste Spiel des Jahres, weil man ist hier krasser Außenseiter. Krasser Außenseiter vielleicht, aber die WM-Pause, die hat einer genutzt, um sein ganz eigenes Sommermärchen zu schreiben. Und wer das ist, das sehen Sie jetzt. Safety Curtis Slater von den Hamburg Huskies darf sich Weltmeister nennen. Er wurde mit dem Team der USA Football-Weltmeister in Canton, Ohio im Finale gegen die Auswahl aus Japan. Die deutsche Nationalmannschaft hatte ja bekanntlich nicht am Turnier teilgenommen. Also Weltmeister hin oder her, er spielt selten Offense. Die Offense der Huskies schauen wir uns jetzt an mit Quarterback Reggie Langford. Beim 2. und 13 läuft er für 13 Yards und für ein neues First Down. Und Langford selber mit dem Ball unter dem Arm unterwegs. Das war das Erfolgsrezept beim ersten Drive der Hamburg Huskies. Hier läuft er 18 Yards durch die Mitte. Aber es war nicht nur ein Erfolgsrezept, weil irgendwann kamen die Lions dann auch mal drauf. Und da Langford unter Druck und keine Lücke frei, da wollte er mal einen Pass werfen, wird gesackt. Deswegen nur ein Field-Goal-Versuch. Nassim Amrun aus 45 Yards Entfernung. Der Kick geht vorbei. Keine Punkte für Hamburg, die immerhin defensiv gut spielten. Deswegen folgten 4 Punts und wir springen gleich rein ins zweite Quarter. Es stand noch 0-0. Also die Hamburger Verteidigung bis dahin mit einer guten Leistung. Dann die Lions mit ihrem Quarterback Casey Terrio auf Niklas Römer. Und das war schon ein Offensivhighlight zu diesem Zeitpunkt für die Gastgeber. Aber wegen der Strafe zählte dieses Play nicht. Stattdessen dann danach der Handoff für David McCants. Und das ist jetzt mal ein echtes Offensivhighlight. David McCants, beweglich, wie wir ihn kennen. Und da erwischen sie ihn gerade noch am Schnürsenkel. Aber 34 Yards Raumgewinn war der Lohn. Und dann gab es auch die ersten Punkte der Partie. Casey Terrio auf Janos Knopf. 20 Yards zum 7-0 für den amtierenden deutschen Meister. Freitagsfootball in Braunschweig gut angenommen. Über 4000 Zuschauer waren gekommen, sahen anschließend die Offense der Hamburg Huskies. Kennen wir von ihnen, dieser Fly Sweep auf Tyson Gieser. Er bringt hier 6 Yards. Anschließend ist es trotzdem ein dritter Versuch und Langford gerät unter Druck, wie oft in diesem Spiel. Wird dann gesagt, die Huskies mussten punten. Mobiler Quarterback ist Reggie Langford, aber das kann Casey Terrio natürlich auch von sich sagen. Hier mit dem Stiffarm gegen den Gegenspieler und mit dem neuen First Down der Lauf von Terrio für 18 Yards. Aber es blieb weiter hartes Stück Brot, was die Lions hier zu knabbern hatten. Terrio wirft diese Interception auf Alexander Astahin. Die Entscheidung von Terrio zu spät und der Pass nicht hart genug geworfen für seinen Receiver. Aber das war nur ein kurzes Durchschnaufen für die Hamburger Defense, die anschließend gleich wieder raus musste aufs Feld nach einem Three and Out. Und da kommt schon wieder die Offense der Lions. Und die haben einfach so viele Waffen. Irgendwann wird es dann schwer. Terrio auf Niklas Römer, 29 Yards. Der Touchdown zum 14-0. Das war der Spielstand zur Pause. Und trotzdem konnte man festhalten, da haben schon ganz andere Mannschaften deutlich schlechter ausgesehen defensiv als die Hamburg Huskies. Die Offense lassen wir mal außen vor. Nach dem Seitenwechsel die Braunschweiger mit Terrio und Anthony Dablé. Das war gut für 15 Yards. Dann der holländische Running Back Chris Smith. Bringt in diesem Fall 11 Yards und dann liegt der Ball an der 16. Und Smith macht den Deckel drauf. Der Touchdown zum 21-0 im dritten Quarter. Damit war die Entscheidung gefallen, auch weil bei den Huskies offensiv überhaupt nichts ging. Sie waren absolut chancenlos, vor allen Dingen mit dem Passspiel. Und so kommen hier nochmal die Lions. Terrio auf Dablé für 30 Yards Raumgewinn.
Aber es gab keinen weiteren Touchdown für die Gastgeber, weil Maximilian Mehrwart an der Goal-Line fumbled. Trotzdem klarer Sieg, 21-0 für die Lions aus Braunschweig, weil die Huskies nur 96 Offensivyards produzieren und nur 7 durch Pass. Und so kann man eben auch bei einer guten Abwehrleistung gegen die Lions aus Braunschweig nicht gewinnen. Verloren, aber also zumindest von außen gesehen ganz wacker geschlagen. Was nimmt man als Head Coach eher mit? Die Leistung oder das Ergebnis? Die Leistung oder das Ergebnis? Ja, das ist aber eine gute Frage. Also, ich habe es vorhin in der Pressekonferenz gesagt, ich bin nicht zufrieden mit einer Niederlage. Zeig mir den Coach, der zufrieden ist mit einer Niederlage. Mach jetzt ein bisschen crazy klingen, aber trotzdem bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir haben hier gegen das beste Team Europas gespielt und wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft und nie aufgegeben. Und ich glaube, wir haben den Lions auch ein paar Schwierigkeiten bereitet. In der Offense weniger, als wir erhofft haben. In der Defense haben wir doch schon ein paar gute Plays gemacht. Letztendlich hat es nicht gereicht, aber das ist eine Sache, auf der man aufbauen kann. Also hier sind schon ganz andere Teams viel schlimmer unter die Räder gekommen. Wenn man jetzt euer letztes Spiel nimmt im Vergleich, das Spiel in Dresden, wo ihr ja komplett unter die Räder gekommen seid, was hat sich in diesen Wochen verändert, dass es dann heute zu der Leistung kam? Woran habt ihr am meisten gearbeitet? Woran haben die Spieler am meisten gearbeitet? Also ich glaube einfach, das ist teilweise der Unterschied zwischen den Spitzenteams und diese Anführungsstrichen Cinderella-Story der Huskies. Junge Mannschaften, Aufsteiger in Mannschaftssportarten, Fußball ganz genauso, die haben ihre Bumps in the Road. Und es war eine dieser Tage in Dresden. Ich meine, ich glaube, du warst da. Nee, aber war es nicht da? Okay. Da ging auch alles schief. Ich meine, da trägt Dresden auch immer ein Stück dazu bei. Aber es war eine dieser Tage in Dresden. Es war nicht unser Tag. Da sind wir mit dem linken Fuß aufgestanden. Und das ist, glaube ich, das, was so Teams wie Dresden, Braunschweig und Kiel, die fangen sowas besser ab noch, weil die Spieler auch erfahrener sind und noch ein bisschen abgezockter sind. Dann habe ich natürlich auch viele Leute, die schon in der GFL gespielt haben. Aber ich habe auch viele Jungs, die sind hier heute reingelaufen und die werden es nie zugeben. Aber ich glaube, der eine oder andere hat doch schon leichtes Magengrummeln gehabt. Also wenn du vorher nur vor 800 bis 900 spielst und kommst dann hier bei den Lions rein und waren heute für die Verhältnisse, die ich hier sonst kenne, relativ wenige da. Aber trotz alledem war das schon mal wieder beeindruckend, wenn da knapp 5000 oder 4.500 oder was das da waren. 21-0 gewonnen. Der ein oder andere Coach würde das jetzt packen unter die Überschrift Win is a Win, weil ich nehme mal an, besonders mit der Offense-Leistung kann man als Coach heute nicht zufrieden sein, oder? Teilweise, weil die haben sehr gut gespielt und dann teilweise, die haben ein paar Missed Assignments gehabt und manchmal das ist auch, das liegt auf die Gegner und Hamburg, die Verteidigung hat sehr gut gespielt, die Defensive Line hat mich wirklich beeindruckt, nicht nur heute, aber auch beim Film und so. Ja, das war. Wir haben so vermutet, das wird eine harte Spiel werden und dass die haben viele gute Athleten und wir müssen unser bestes Spiel bringen. Und teilweise haben wir sehr gut gespielt und teilweise waren wir nicht ganz da oder so. Die Sacks, dass wir abgegeben haben, das ärgert mich und ein paar Dinge, dass wir darauf gearbeitet haben, das hat nicht geklappt und müssen wir was Besseres tun. Und das liegt auf mich und wir würden auf jeden Fall nächste Woche darauf arbeiten. So. Nun waren das seit dem Euro Bowl ja quasi 5 Wochen Pause. Wie schwer ist es, so eine Pause zu verarbeiten und dann wieder die Maschine anzuschmeißen? Ja, das ist schwer. Ich meine, aber ich will keine Ausrede machen. Die haben jede Mannschaft hat diese Pause gehabt. Wir müssen einfach weiter darauf arbeiten und unseren Rhythmus finden und so weiter. So, die letzte Woche hatten wir eine Minicap gehabt und ich war ziemlich zufrieden am Ende mit unserer Timing und so. Leider heute hat das nicht ganz geklappt, aber nochmal, Respekt für die Hamburger, die haben sehr gut gespielt und die haben manche Dinge weggenommen von uns und das ist ihr Job als Defense. So, Mit 21-0 setzt sich Braunschweig gegen Hamburg durch. Der Titelverteidiger wird seiner Favoritenrolle also gerecht und gewinnt gegen den Aufsteiger. Wir schauen auf die restlichen Partien in der GFL an diesem Wochenende.
Wir schauen erstmal nach Saarbrücken. Die Saarland Hurricanes zuletzt siegreich in Stuttgart bei den Scorpions empfangen die Allgäu Comets, die zuletzt die Schwäbischer Unicorns geschlagen haben. Also zwei Teams, die höchstwahrscheinlich für die Playoffs qualifiziert sind und die plötzlich die Möglichkeit haben, nach höherem zu streben. Heimspiel in den Playoffs oder, seien wir mal verrückt, vielleicht sogar Südmeisterschaft. Die beiden also im direkten Duell. Wir schauen drauf, zusammengefasst von Andreas Renner. Ein Wiedersehen und ein Abschied für die Allgäu Comets bei den Saarland Hurricanes. Orlando Webb war zurück, der lange Jahre Top-Receiver in Kempten war. Dafür hieß es Abschied nehmen von Offensive Coordinator Eric Akiani. Der geht zurück in die USA. Aber seine Offense war zu Beginn dieser Partie im Saarbrücker Ludwigspark vor knapp 1700 Zuschauern richtig gut in Form. Vor allen Dingen Quarterback Cedric Townsend. Die erste Angriffsserie der Gäste in den weißen Trikots endet nämlich in der Endzone der Saarbrücker hier. Der 7-Yard-Lauf von Townsend zum 7:0 für die Gäste. Die Hurricanes kamen nur schwer ins Spiel offensiv. Alex Haupert wird hier getackelt, verliert den Ball und den Fumble tragen die Comets zurück Richtung Hurricanes Endzone. Gute Ausgangsposition also für die Offense. Und da ist wieder Cedric Townsend, der als Läufer extrem gefährlich war in diesem Spiel. Bringt den Ball hier an die 3-Yard-Linie, den Rest erledigt Kevin Conrad mit dem Touchdown zum 14:0. Das erste Quarter ging also klar an die Gäste aus dem Allgäu. Unter dieser Tendenz änderte sich nach dem Seitenwechsel auch erstmal wenig. Townsend bedient hier Geburtstagskind Matthew Green für neues First Down. Und damit standen die Gäste schon wieder tief in der Hälfte des Gegners. An der 16-Yard-Linie entscheidet sich Townsend, mal wieder es selber zu machen. Und das ist mal wieder eine gute Idee von Cedric Townsend. 21:0 für die Comets. Die Gastgeber waren gefragt, jetzt ging auch mal was zu Fuß. Alex Haupert, möglicherweise inspiriert von seinem Gegenüber, läuft hier für ein neues First Down. Und dann endlich auch die ersten Punkte für die Gastgeber. Haupert muss ein bisschen improvisieren, findet dann aber Corey Soto, der fällt mit dem Ball in die Endzone zum Touchdown. Und so ging es in die Halbzeitpause mit dem Spielstand von 7:21. Aber nach dem Seitenwechsel, die kommen jetzt erstmal unbeeindruckt. Hier ist wieder Townsend und da ist wieder Matthew Green. 6 Yards, Touchdown, 7:27. Aufgepasst, Alex Haupert mit einem langen Ball auf Corey Soto. Da gibt es das Gerangel mit dem Cornerback. Da fliegt die Flagge, alle erwarten Pass Interference defensiv. Aber es ist Pass Interference offensiv. Und die Saarbrücker sind fassungslos. Und es wurde bei diesem Drive nicht besser für die Gastgeber, denn beim vierten Versuch, der Pass von Haupert über die Mitte zu Chris Douglas hätte vielleicht gereicht fürs First Down, aber er lässt den Ball fallen, allerdings auch schwer bedrängt. Damit Turnover und Downs und hier kommen die Comets mit Townsend. Und Townsend und Townsend bleibt stur, setzt immer wieder nach, macht das neue First Down rein ins vierte Quarter. Die Hurricanes jetzt zwar offensiv besser im Spiel, aber auf alles, was die Saarbrücker zu bieten hatten, hatten die Gäste eine Antwort. Hier ist wieder, klar, Cedric Townsend. Bringt den Ball bis an die 3-Yard-Linie, hatten wir vorhin schon beim ersten Quarter. Und den Vollzug übernimmt dann Kevin Conrad zum 7:34. Und das im vierten Quarter, da war klar, für die Gastgeber kann es nur noch Ergebniskosmetik geben, aber die immerhin gab's dann. Haupert auf Corey Soto und der ist einfach zu groß und zu schwer zu kontrollieren. Macht hier den Touchdown, den zweiten für die Gastgeber, 14:34. Dann aber wieder die Comets mit dem Mann, den dieser Brücker überhaupt nicht in den Griff bekam. Cedric Townsend läuft auch hier wieder für ein neues First Down und geht dann gar kein Risiko ein, klar, bei diesem Spielstand. Anschließend dann Townsend auf Hendrik Preis, 10 Yards in die Endzone, 14:41. Eine bittere Packung für die Gastgeber, die sich mit den Comets ja
um die Playoff-Platzierungen streiten. Aber sie hatten dann noch ein Highlight am Ende. Der Ball von Haupert auf Douglas rückwärts geworfen. Deswegen ist das kein Pass, sondern ein Lauf-Touchdown. 75 Yards, Chris Douglas. 21-41. Aber das war dann auch der Endstand. Die Comets gewinnen also klar im Ludwigspark und ziehen damit an den Gastgebern vorbei. Zunächst mal auf Platz 3 in der Tabelle. Die Sander haben zu keinem Zeitpunkt Cedric Townsend unter Kontrolle bekommen. War das Teil des Gameplans? Ja, klar. Wir hatten für wahrscheinlich 4 oder 5 Spiele gesagt, wir müssen Cedric ein bisschen mehr in unser Lauf-Offense bringen. Und seitdem hat er wirklich eine sehr große Rolle gespielt, in unser Laufspiel zu gehen. Und er macht den Job wirklich krass und super. Und wenn wir kriegen unser Running Game und ein Passing Game in der gleichen Spielzeuge, ist sehr schwer zu stoppen. Und muss ich sagen, wir hatten einen super Gameplan auch heute von unserem Offensive Coordinator Eric. Und bin wirklich sehr zufrieden mit der kompletten Leistung von allen, von beiden Coordinators, vom ganzen Coaching-Staff, alle Spieler auf dem Spielfeld und auch in der Teamzone. War wirklich ein sehr, sehr positiver Tag für uns. Und nun wird der Offense-Coordinator das Team verlassen. Warum und wie sieht der Ersatz aus? Ja, leider persönliche Probleme, was er hatte. Und er hat mit mir am Montag gesprochen, dass er hatten Schwierigkeiten zu Hause und auf dem personellen Grund. Hat mir schon erklärt, aber es ist seine persönliche Situation, ich will nicht viel sagen. Und wir respektieren die Situation und aus diesem Grund muss er heimgehen und hat entschieden, zu Hause zu gehen. Und Coach, Sie hatten zuletzt 7 Spiele in Folge gewonnen, dann kamen die Comets. Was war heute das Problem? Naja, die Comets waren das Problem. Die sind nämlich richtig gut. Sie haben auf allen Positionen herausragende Athleten. Und sie sind dazu noch sehr gut gecoacht. Ihr Quarterback war in Natura noch viel besser als auf Video und da machte er schon einen guten Eindruck. Aber wie gesagt, er ist sogar noch viel besser. Die Comets waren also richtig stark. Und man darf nicht vergessen, vor 2 Jahren war das Hurricanes-Schiff noch kaum seetüchtig. Jetzt haben wir schon 7 Siege auf dem Konto und da kommen sicher noch einige dazu. Safety Kirby Crook von den Franken Knights ist der Star im Team in den letzten Wochen, wenn überhaupt. Bei den Knights, was geht offensiv und defensiv, dann ist er meistens beteiligt und in den Special Teams ist er auch noch mit dabei. Trotzdem, Siege sind noch nicht dabei herausgesprungen. Die Knights haben richtig Probleme, überhaupt Punkte zu erzielen. Auch beim Auswärtsspiel bei den Munich Cowboys, die Gastgeber in Gelb und Schwarz. Erstmal von rechts nach links mit ihrem Quarterback Ward Udinski. Der läuft hier mal einfach quer übers halbe Feld für ein neues First Down. Es war der erste vielversprechende Drive für die Münchner, der endete mit einem Field-Goal-Versuch. Maximilian Kusch aus 37 Yards zum 3-0. Das waren die einzigen Punkte in einem von der Defensive bestimmten ersten Viertel. Ein bisschen mehr los war dann im zweiten Durchgang und das lag an den Münchnern von der eigenen 11-Yard-Linie. Udinski auf Ryan Retzlaff, der hat sogar noch Zeit auf diesen etwas unterworfenen Ball zu warten und kann dann locker in die Endzone trotten. Spielstand 10-0. Kurz danach dann die Cowboys 19 Yards vor der Knights Endzone, das ist Udinski. Er improvisiert und dann vollkommen frei in der Endzone. Rückkehrer Philipp Vinzenz, der ist so frei, er muss es selber nochmal spannend machen. Aber am Ende gibt es trotzdem die Punkte 17-0. Dann die Knights mit ihrem Quarterback Nick Stevens, der wirft hier vollständig über die Mitte auf Radek Wachol. Der verliert aber den Ball und der Fumble wird zum Touchdown zurückgetragen von Joschka Bartsch. 24-0. Die Cowboys führten zur Pause deutlich. Und dann kam auch noch Slapstick dazu bei den Franken Knights. Aufgepasst, der Snap zu hoch. Da muss Stevens hinterher und da kommt er selber ins Straucheln und wirft den Ball aus der Endzone. Aber das ist natürlich Intentional Grounding und in der Endzone bedeutet das Safety und 2 weitere Punkte für die Munich Cowboys, die danach mit ihrer eigenen Offense wieder vor der Endzone standen. Udinski auf Kusch, 33-0.
Der nächste Angriff der Cowboys endete allerdings so. Kirby Crook mit einer von zwei Interceptions, die er an diesem Tag machte. Er hielt die Münchner wenigstens ab und zu mal aus der Endzone raus, aber sein Team war unter dem Strich natürlich vollkommen chancenlos. Viertes Quarter. Augustin Ume Ezeoke aus 6 Yards Entfernung in die Endzone zum 40-0. Und da waren die Gäste immer noch nicht erlöst, denn von der gegnerischen 43, Judinski mal wieder auf seinen Top-Receiver, auf Ryan Retzlaff. Und da sieht man dann auch schon bei der Comets-Verteidigung, da ging nicht mehr viel am Ende. Und deswegen klarer, ungefährdeter Sieg für die Munich Cowboys, 47-0. Die Knights warten weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Schwäbisch Hall Unicorns Safety Cody Pastorino ist sowas wie der Quarterback der Unicorns Defense. Er hilft auch im Trainerstab aus, wird von den Kollegen sehr gelobt für seine Fachkenntnisse im Bereich Pass Coverage. Er und die Unicorns hatten es jetzt zu tun mit den Marburg Mercenaries und ja, das war einst das Spiel um die Vorherrschaft in der GFL Süd, aber längst ist es das nicht mehr. Die Mercenaries kämpfen gegen den Abstieg, die Unicorns liegen auf Platz 1. Pass von Marco Ehrenfried auf Moritz Böhringer, erstmal unvollständig, aber dann gibt's Ehrenfried den Ball an Christian Rycraw. Ja, und dann geht's ganz schnell. 77 Yards, Touchdown, 7-0. Die Mercenaries mit ihrem neuen Quarterback EJ White nach Schwäbisch Hall gekommen. Der bedient hier Hendrik Hinrichs für 6 Yards Raumgewinn. Anschließend dann dritter Versuch und 4, aber der Pass von White auf Philipp Prohaska ist nicht gefangen. Und damit folgt vierter Versuch und 4. Und das wird ein totales Desaster. Schneller Pass von White auf Lindley, aber der wird vom ehemaligen Marburger Daniel McRae im Backfield getackelt für 9 Yards Raumverlust, damit Turnover und Downs. Und hier kommen die Unicorns mit einem dritten Versuch und 6. Marco Ehrenfried. Und dann findet er über die Mitte Moritz Böhringer. Und das war so ein Thema in diesem Spiel. Böhringer fängt den Ball. Kein Marburger ist in der Nähe und dafür werden die dann bestraft. 49 Yards, Touchdown, 14-0. Beste Marburger Angriffswaffe in dieser Saison ist Andrikus Lindley. Der läuft hier durch die Mitte für 15 Yards Raumgewinn. Aber Lindley oft auch die einzige Marburger Angriffswaffe und dann wird es eben vorhersehbar, zum Beispiel beim vierten Versuch und 3. Da bekommt nämlich Lindley wieder den Ball und diesmal reicht es nicht für ein neues First Down. Nächster Turnover und Downs der Gäste. Die Unicorns Offense verbrachte gar nicht viel Zeit auf dem Feld, denn wenn sie den Ball hatten, dann ging es schnell. Zum Beispiel auch hier wieder, Sie kennen das schon, Ehrenfried auf Böhringer und dann ist keiner da, der ihn tackeln kann und der ist zu schnell für den Rest. 75 Yards Touchdown, 21-0. Wir sind noch im ersten Quarter. Defensiv, die Marburger also vollkommen überfordert, die Offensive deswegen jetzt dann auch schon unter Druck, was produzieren zu müssen, aber das hier war ganz gut. White auf Prohaska für 25 Yards. Anschließend dann dritter Versuch und 9 für White, der wirft unvollständig, wird aber anschließend noch von der Haller Verteidigung, vor allen Dingen von Thomas Rauch, weggewischt und dafür gibt es eine Roughing the Passer Strafe. Und dann stehen die Marburger vor der Endzone. Dritter Versuch und Goal. Der Pass von White auf Czapinski ist allerdings unvollständig. Also Field Goal versucht durch Daniel Katusic. Wenigstens die ersten Punkte für die Marburger sollte man meinen, aber man meint falsch, denn der Kick wird geblockt und damit steht weiter die Null. Wir sind übrigens immer noch im ersten Quarter und dann haben wir folgende Kombi, Sie kennen das schon, Ehrenfried auf Böhringer in der kurzen Zone über die Mitte. Die Marburger immer viel zu weit weg von ihm. Hier bringt das 16 Yards. Dann endlich, aus Marburger Sicht, wurden die Seiten gewechselt rein ins zweite Quarter, aber die Nachrichten wurden nicht besser für die Nordhessen, denn Ehrenfried bedient Patrick Donahue und das ist der Touchdown zum 28-0. Und das waren die harten Fakten zu diesem Zeitpunkt. Es waren noch fast 11 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Es war also ein Unicorns-Spiel, wie wir es schon so oft gesehen haben in den letzten Jahren. Dann Christian Rycraw mit dem Lauf für 15 Yards. Aber oh Wunder, ein Touchdown gab es am Ende nicht für die Gastgeber. Aber ein Field-Goal-Versuch. Tim Stadelmeier aus 27 Yards zum 31-0.
Dann schauen wir auf die Marburger Offense in der Hoffnung, dass sie Punkte produzieren. Und das tun sie auch, aber in die falsche Richtung. Pass von White, abgefangen von Gerhard Jäger. 44 Yard, Interception, Touchdown Return zum Halbzeitstand. 38-0. Ja, und damit war natürlich längst entschieden, wer dieses Spiel gewinnen würde. Und wie so oft in dieser Saison, die zweite Halbzeit bei den Unicorns-Spielen eher so zum schnell Vorspulen. Aber hier die Marburger mal beim dritten Versuch und 8, Lauf von Lindley für 9 Yards. Und dann gibt es tatsächlich einen Touchdown für die Gäste. Lindley durch die Mitte für 5 Yards. Extrapunkt nicht erfolgreich, 38-6. Das waren dann die letzten Punkte im dritten Quarter. Gehen wir rein ins vierte, wo die Unicorns dann nochmal beim vierten Versuch ein bisschen originell, aber erfolgreich spielen. Ehrenfried mit dem späten Pitch auf Christian Rycroft. Das sind 19 Yards Raumgewinn. Und am Ende gibt es dann auch tatsächlich noch einen letzten Touchdown für die Gastgeber. Ehrenfried auf Donahue. 13 Yards. Da ist er wieder frei und Ehrenfried hat genug Zeit. 44-6. Das war der Endstand. Der Endstand, der ja nichts anderes tut, als die Qualitätsunterschiede dieser beiden Teams in dieser Saison wieder zu spiegeln. Erwartet der Sieger, die Schwäbische Hall Unicorns. Hier auf dem Nebenplatz zu Gast bei den Unicorns. Und dann am Samstag, nächste Woche, also heute in die Dresden Monarchs und der immer noch relativ neue Quarterback Justin Matlock waren zu Gast im Berliner Mommsen-Stadion bei den Rebels. Und klar war für die Monarchs, die ja oben dran bleiben wollen in der GFL Nord, ein Sieg musste her. Gehen wir rein ins Spiel. Die Monarchs beginnen an der gegnerischen 28 mit einem dritten Versuch und 10. Und da läuft Matlock für 11 Yards und für ein neues First Down. Und so bewegten sie den Ball Richtung Endzone. Der Gastgeber David Russell vollendet das Ganze aus 4 Yards Entfernung mit einem kleinen Hüpfer noch obendrauf. Stilnoten waren auch in Ordnung. 0-7. Die Gastgeber mit Problemen. Der Handoff von Darius Outlaw landet nicht bei Larry McCoy, sondern auf dem Boden. Damian Donaldson erobert das Leder für die Dresden Monarchs. Und die bestrafen diesen Fehler sofort. Das ist Matlock und er bedient Radko Zoller aus 3 Yards Entfernung zum 0-14. Klare Angelegenheit schon früh im Spiel. Wir gehen rein ins zweite Quarter. Die Rebels mussten anschließend punten. Die Dresdner kamen auch nicht bis zur Endzone, aber ein Field-Goal-Versuch von Jan Hilgenfeld aus 43 Yards sprang immerhin dabei heraus und er war gut, 0-17. Anschließend die Gastgeber, 4. Versuch und 3. DeAndre Johnson versucht es auf dem langen Weg außenrum, schaut zwar gut aus, bringt aber nur 2 Yards und damit kein neues First Down, Turnover on Downs. Die nächsten Drives brachten allerdings dann keine Punkte, sodass die Rebels punten müssen mit Maximilian von Maxmann. Der hat Probleme, den Snap zu fangen. Dann kickt er den Ball zu Trevadit. Und Trevadit nimmt den Ball auf und trägt ihn bis in die Endzone. Der Gastgeber zurück. Am Ende 66 Yards. Der Touchdown für die Monarchs. Und der Spielstand 0-24. Anschließend weiterer Turnover und Downs der Rebels. Die Monarchs hatten also alles im Griff. Matlock bedient Radko Zoller über die Mitte. Der Pass war gut für 15 Yards. Und dann kurz vor der Halbzeit, Matlock, der sich ein bisschen Zeit erkauft und dann aber auch einen freien Receiver hat, nämlich Jan Hilgenfeld. Zur Pause führten die Monarchs in Berlin mit 31-0. Die Gastgeber also absolut chancenlos im ersten Durchgang, meldeten sich dann erst nach dem Seitenwechsel mit Larry McCoy. Larry McCoy, der so eine starke Saison spielt, hier läuft er mal für 27 Yards. Da liegt der Ball an der Dresdner 12-Yard-Linie. Diesmal der Handoff nur angetäuscht, aber Outlaw kann es ja auch selber. Der Touchdown, der erste für die Rebels, 7-31. Dann wieder die Dresdner mit Russell und mit diesem unglaublichen Cut. Beim dritten Versuch und 7 erläuft er 12 Yards. Und dann Matlock.
Und wieder zu Jan Hilgenfeld. Die Dresdner antworten also auf den Berliner Touchdown. Postwenden 38-7 liegen sie jetzt vorne. Dann aber wieder die Rebels, die jetzt offensiv ein bisschen besser ins Spiel kamen. McCoy bringt den Ball nach vorne, aber nicht ganz auf die Endzonenlinie. Der Ball an der 1. Aber den Rest erledigt er dann anschließend selbst. 14-38 der Zwischenstand. Damit wurden dann ein letztes Mal die Seiten getauscht. Und es ging munter weiter hin und her in dieser Phase. Nachdem die Rebels gerade gepunktet hatten, sind das jetzt die Dresden Monarchs mit einem gewissen Trevor Deed. Und Trevor Deed, der nicht mehr so oft den Ball trägt, mehr Defense spielt in dieser Saison, zeigt, dass er noch nicht so viel verlernt hat. Punt Return 66 Yards, Lauf 52 Yards, zwei Touchdowns von ihm, 14-45. Aber die Rebels wollten einen guten Eindruck hinterlassen am Ende. 11 Yards der Lauf von Outlaw. Das mit dem guten Eindruck klappte dann aber nicht so ganz, denn der Pass von Outlaw, abgefangen von Quay Chapuis an der Goal-Line. Anschließend die Dresdner allerdings mit einem 3-and-out, sodass die Berliner nochmal durften. Und diesmal endete es dann auch erfolgreicher, nämlich in der Endzone. Touchdown-Lauf von DeAndre Johnson aus 11 Yards Entfernung zum Endstand. 21-45, der Berliner konnten nur in der zweiten Halbzeit offensiv mithalten. Aber Dresden siegt locker, siegt souverän und verdient bei den Rebels. Am Ende mit 45-21. Erst kurz vor Toreschluss erreichten uns Bilder vom Spiel Berlin-Adler gegen die Düsseldorf Panther. Deswegen gibt's das jetzt hier nur im Schnelldurchlauf. Die Adler in den dunklen Trikots hatten das Hinspiel in Düsseldorf mit 0-30 verloren, waren jetzt aber deutlich besser drauf und die Mannschaft, die ersten Punkte im Spiel erzielte, weil Johnson erstmal Krech für 16 Yards bediente und dann Lamar Johnson nochmal auf Krech für 2 Yards. Spielstand 7-0, so ging es rein ins zweite Quarter und die Adler blieben am Drücker, haben sich deutlich gesteigert seit dem ersten Saisonspiel in Düsseldorf. Lamar Johnson auf den Japaner Yuki Ikei zum Spielstand von 13-0. Zur Pause stand es gar 20-0 für die Gastgeber, die ersten Punkte für Düsseldorf dann im zweiten Durchgang. Quarterback Engelmann auf Moritz Koss zum 20-7, aber am Ende wurde es ein Sieg für die Berlin-Adler. Die letzten Punkte erzielte Nikolai Schumann auf Pass von Johnson 61 Yards zum Endstand von 27-7. Die Berliner feiern also ihren ersten Saisonsieg. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, den direkten Vergleich gegen Düsseldorf haben sie damit verloren. Hier sind die Ergebnisse aus der German Football League vom Wochenende. Die New Yorker Lions besiegen die Hamburg Huskies mit 21-0. Die Munich Cowboys schlagen die Franken Knights mit 47-0. Die Berlin Adler gewinnen gegen Düsseldorf mit 27-7. Die Schwäbisch Hall Unicorns besiegen die Marburg Mercenaries 44-6. Die Berlin Rebels verlieren gegen die Dresden Monarchs 21-45. Und die Saarland Hurricanes unterliegen den Allgäu Comets mit 20-41. Das bedeutet Folgendes in der Tabelle in der Gruppe Nord. Die Lions auf Platz 1. Vor den Kiel Baltic Hurricanes, den Hamburg Huskies und den Dresden Monarchs. Und momentan nicht auf den Playoff-Plätzen die Rebels, die Adler und Düsseldorf. Schauen wir auf die Tabelle in der Gruppe Süd. Tabellenführer ist das Team aus Schwäbisch Hall, die Unicorns, vor den Stuttgart Scorpions, den Allgäu Comets und den Saarland Hurricanes. Aber da ist gerade, was die Minuspunkte angeht, alles noch sehr eng beieinander. Dann kommt der große Bruch, die Munich Cowboys mit immerhin 8 Pluspunkten und dann das Tabellenende mit den Bandits, den Mercenaries und den Knights, die das Team, das in die Relegation muss, wohl unter sich ausmachen werden. Das waren sie also, die Zusammenfassung von Woche 15 in der GFL-Saison 2015. Wir beenden das hier in Braunschweig heute, kein Friday Night Football mehr. Wir fahren nach Hause und bereiten uns auf nächste Woche vor, wo es die nächsten Entscheidungsspiele gibt. Zum Beispiel oben in der Tabelle, wenn die Kiel Baltic Hurricanes die New Yorker Lions empfangen. Oder unten in der Tabelle, wenn die Franken Knights die Rhein-Neckar Bandits empfangen. Ja, bei uns gibt's jetzt endlich wieder, will man fast sagen, die Plays of the Week präsentiert von wirmachendruck.de und die obligatorische Diskussion über die Musik im Hintergrund. Football Deutschland hat ja natürlich seine traditionellen Themen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn Sie uns folgen wollen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, dessen Adresse unten eingeblendet wird. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Die Plays of the Week der German Football League.
Präsentiert von wirmachendruck.de. Let me say hi. Thank God I found you, if you don't mind. I might stay around you, cause I'm the only one you've been searching for such a long time. And here's why, I'm a gentleman, the last one of its sort. And for tonight I'll be the best of an escort. I'll be your best friend at 10. Some hits in my hotel.